jetzt mal an. Die Zahlen von heute. Ihr seid 142 Zuschauer, davon 55 Mädchen und 87 Jungs. Okay, also, ich habe noch eine ganz, ganz schöne Studie für euch. 75% der Jungs finden ihr erstes Mal ganz toll. Und 57% der Mädchen finden auch ihr erstes Mal ganz, ganz toll. Jugendliche waren noch nie so aufgeklärt wie heute. Über die groben Fakten weiß jeder 13-Jährige Bescheid. Forscher Volkmar Sigusch sagt: Die Jugendlichen inszenieren ihr selbst auf geradezu schrille Art und Weise, sobald sie aus der Haustür auf die Bühne treten. Teenager suchen in pornografischen Darstellungen eine Gebrauchsanleitung. Vergleich das doch mal mit einer Kochsendung oder so. Stell dir mal vor, du guckst von Montag bis Freitag Kochsendungen, dann könnt ihr am Sonntag richtig gut kochen. Und wir gehen wieder zurück in die Hocke vor unserem Ball. Und wir strecken uns wieder über den Ball. Ich trage kein Kopftuch, aber ich bin auch Muslima. Für mich ist das Kopftuch sowas wie ein Schutz. Die Jungs, die wissen dann, dass wir uns bedecken. Dass wir zum Islam gehören, also so richtig. Und dass es eh nichts bringt. Da wird man nicht blöd angemacht oder angestarrt. Und sie bei ihrem Vater? Ja. Also deine Eltern sind getrennt. Wie lange schon? So 9 Jahre. Also ich habe jetzt die Frage nicht verstanden. Okay, sorry. Da war es ein bisschen verwirrend. Also gibt es vielleicht so eine Vorstellung, wie es so sein könnte, deine erste Freundin zu haben oder so? Nein. Okay. Hast du denn für dich selber so eine Vision oder einen Traum, wie du leben willst später? Also willst du Familie? Naja, also ich sehe ja auch, wie es bei Familien ausgeht. Also ich liebe Kinder, aber selber haben möchte ich keine. Der wichtigste aller Flirt-Tipps. Tretet selbstbewusst auf, aber nicht arrogant. Ich hab dich schon mal irgendwo gesehen. Ach ja, bei Wikipedia, gleich neben dem Begriff Boah, ey. Hey, kommst du noch mit auf den Zaubertrick zu mir? Ich schlaf mit dir und dann verschwindest du. Hey, das sieht total hübsch aus. Ja. Hast du einen Freund? Ja, ich war mal mit einem Typen aus der Parallelklasse zusammen. Ich glaube, ich habe mich in ein Mädchen verliebt. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Niemand spricht mehr mit dir. Die Vertrauenslehrerin sagt, bist du dir wirklich ganz sicher? Ich schüttel den Kopf. Na, siehst du. Ja, und ich war oft verliebt. Und wenn ich verliebt war, dann war ich richtig verliebt, von ganzem Herzen. Und ich hatte das Gefühl, Mann, wenn ich das Mädchen nicht bekomme, das zerreißt mich. Dann will ich sterben. Ja, und dann habe ich das Mädchen nicht bekommen. Aber einen Monat später war ich wieder in ein anderes Mädchen verliebt. Und bei der dachte ich auch, boah, die ist ja noch viel besser als die erste. Die will ich auf jeden Fall. Wenn ich sie nicht bekomme, möchte ich mich nie wieder verlieben. Ja, und ich habe sie nicht bekommen. Sexy Sadie, what have you done?